Unten auf dem Grunde des Mühlenweihers stand das Haus des Wassermanns. Es war aus Schilfhalmen gebaut und statt mit Mörtel war es mit Schlamm verputzt. Aber sonst war es genauso wie andere Häuser auch, nur viel kleiner. Es hatte eine Küche und eine Speisekammer, eine Wohnstube, eine Schlafstube und einen Flur. Die Fußböden waren sauber mit weißem Sand bestreut. Vor den Fenstern hingen lustige grüne Vorhänge, die waren aus Algen und Schlingpflanzen gewebt. Und natürlich waren alle Stuben, der Flur und die Küche und auch die Speisekammer voll Wasser. Wie konnte das anders sein, wenn das Haus auf dem Grunde des Mühlenweihers stand? Als nun der Wassermann eines Tages nach Hause kam und in seinen gelben Wassermannsstiefeln durch den Hausflur stapfte, da erschien plötzlich die Wassermannfrau in der Küchentür und legte den Finger an die Lippen. Heute musst du ganz leise sein. Wir haben nämlich einen kleinen Jungen bekommen. Oh, was du nicht sagst. Einen richtigen kleinen Jungen? Ja, einen richtigen kleinen Wassermann. Oh, den muss ich mir gleich mal ansehen. Aber bitte zieh dir die Stiefel aus und sei leise, wenn du hineingehst. Ich glaube, er schläft noch. Da zog sich der Wassermann seine gelben Stiefel aus und schlich auf Zehenspitzen über den Flur in die Küche. Aus der Küche schlich er in die Wohnstube, aus der Wohnstube in die Schlafstube. Als er dann leise, leise ans Bett trat, sah er in einem Binsenkörbchen den kleinen Wassermannjungen liegen. Der hatte die Augen geschlossen und schlief. Seine Fäustchen lagen rechts und links von dem dicken roten Gesicht auf dem Kopfkissen. Das sah aus, als hielte er sich die Ohren zu. Die Wassermannfrau war auch hereingekommen und schaute dem Wassermann über die Schulter. Na, wie gefällt er dir? Oh, ja, ein bisschen klein ist der Junge, ja. Aber sonst gefällt er mir eigentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was zählst du denn da? Ja, ich zähle bloß, ob er auch alle Finger hat. Und sieh nur die strammen Beinchen. Am besten gefallen mir seine Haare. Du weißt ja, ich habe mir immer so einen kleinen Jungen mit grünen Haaren gewünscht. Was machst du denn jetzt wieder? Lass mich nur. Ich muss nachsehen, ob er auch Schwimmhäute zwischen den Fingerchen hat. Das ist wichtig für einen Wassermannjungen. Sei vorsichtig mit dem Kleinen. Sei vorsichtig. Siehst du, jetzt hast du ihn aufgeweckt. Du, oh, schau dir das an. Da, merkst du was? Merkst du es auch? Also hat er wohl doch Schwimmhäute zwischen den Fingerchen? Ja, ja, das auch. Ja, aber jetzt weiß ich sogar, was für Augen er hat. Sie sind grün. Das sind richtige Wassermannsaugen. Der Wassermannvater hob seinen kleinen Jungen aus dem Binsenkörbchen und hielt ihn hoch über seinen Kopf. Und dann tanzte er mit ihm in der Stube herum, dass die Schilfwände wackelten und der weiße Fußbodensand nur so wirbelte. Wir haben einen kleinen Wassermann. Wir haben einen kleinen Wassermann. Wir haben einen richtigen kleinen Wassermann. Jetzt ist es aber genug, sonst wird dem Jungen noch schwindelig von deinem Herumgehopse. Er ist ja noch so klein. Leg ihn wieder in sein Binsenkörbchen. Du, was meinst du? Müssen wir unserem Sohn zu Ehren nicht ein Fest geben? Es gehört sich wohl so. Ja, du, dann werde ich gleich morgen die ganze Verwandtschaft einladen, damit wir ihn allen zeigen können. Und du wirst kochen und braten, dass wir auch etwas zum Schnabulieren haben. Es ist ja bei uns nicht wie bei armen Leuten. 27 Verwandte hatte der Wassermann eingeladen und 26 von ihnen kamen. Es waren 12 Wassermänner mit ihren Frauen, ein Brunnenmann und das Brückenweiblein von der St. Nepomuksbrücke. Der Brunnenmann wohnte im Röhrbrunnen hinter dem Spritzenhaus. Er war schon sehr alt und trug einen weißen Bart. Die anderen Wassermänner und ihre Frauen kamen aus dem Dorfteich, aus dem Froschstümpel, aus der Entenpfütze, aus dem roten und aus dem schwarzen Flössel, aus dem Forellenwasser, dem Steinbach und noch 5 anderen Bächen. Der Mühlenweiher-Wassermann hatte für seine Verwandten einen langen Tisch vor seinem Haus aufgestellt, denn in der Wohnstube wäre es viel zu eng gewesen für diese große Gesellschaft. Der Brunnenmann mit dem weißen Bart bekam den Ehrenplatz in der Mitte.
Als sich alle gesetzt hatten, klopfte der Vater des kleinen Wassermanns an seinen Becher. Seid uns gegrüßt. Es ist recht, dass ihr euch alle so pünktlich eingefunden habt. Meine Frau und ich sagen allerseits besten Dank. Und wir hoffen auch, dass es euch schmecken wird. Willst du uns nicht zuvor deinen kleinen Jungen zeigen? Essen können wir ja später. Nein, ihr habt alle eine weite Reise hinter euch und Reisen macht hungrig. Zuerst einmal wollen wir tafeln. Und die Hauptsache, ihr bleibt für zuletzt. Mir kommt das immer so vor, als fehlte einer am Tisch. Ja, ist ganz recht, Brunnenmann. Du meinst sicher meinen Schwager, den Moormann. Hast du den denn nicht eingeladen? Der hätte doch auch mit dazugehört, oder nicht? Na ja, was denkst du denn? Ich werde doch meinen Schwager nicht vergessen. Ich habe ihm meine schnellste Forelle als Botin hinaufgeschickt. Weiß der Hecht, weshalb er so lange ausbleibt? Er wird sich wohl auf der weiten Reise etwas verspätet haben. Pünktlich war er ja nie besonders. Ja, also mit dem Essen warten wir jedenfalls nicht auf ihn. Wir wollen jetzt anfangen, damit ich euch dann meinen kleinen Jungen zeigen kann. Die Wassermannfrau stellte den Gästen zuerst eine Suppe aus Wasserlinsen auf den Tisch. Dann ein Gericht von gebratenen Fischeiern mit gerösteten Algen. Dazu gab es einen Salat aus eingelegter Brunnenkresse und klein gehackten Dotterblumenstängeln. Und wer dann immer noch nicht satt war, für den brachte sie zum Schluss noch eine ganze Schüssel gedünsteten Froschlaich mit eingesalzenen Wasserflöhen. Ja, es war eben nicht wie bei armen Leuten. Als sie aber den Nachtisch gelöffelt hatten und der Wassermann gerade ins Haus gehen wollte, um den kleinen Jungen zu holen, wurde es plötzlich so finster im Mühlenweiher, dass man nicht einmal mehr die eigene Hand vor den Augen sah. Da klammerten sich die Wassermannfrauen ängstlich an ihre Männer und riefen um Hilfe. Hilfe! 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 Was ist denn das? Hilfe! Ach, nichts. Das bin doch nur ich. Guten Tag allerseits. Ah, der Moormann ist da. Ja, verzeiht, wenn ich euch erschreckt habe. Ich bin spät dran und habe mich beeilen müssen. Und wenn ich so hastig schwimme, schwappe ich immer ein bisschen Moorwasser von mir her. Ein bisschen ist gut. Ich muss sagen, wir haben von deiner kaffeebraunen Brühe mehr als genug bekommen. Ja, Moorwasser ist gesund. Zum Baden, ja, aber nicht, wenn man es schlucken muss. Schadet auch nichts. Willkommen bei uns, Schwager Moormann. Wir dachten schon, dass du ausbleiben würdest. Ich wollte gerade ins Haus gehen und den Kleinen holen. Hol ihn nur. Ich werde inzwischen rasch eine Kleinigkeit essen. Köstlich. Dieser Dotterblumenstängel und Brunnenkresse-Salat. Du schlingst, als hättest du Angst. Jemand könnte dir was wegessen. Man muss sich dran halten, Leute. Das Reisen macht Appetit. Aber seht mal, das ist ja... Seht alle her, liebe Vettern und Basen. Das ist er, der kleine Wassermann. Donnerwetter, ist das ein Junge. Und alle Wassermänner mit ihren Frauen, der Brunnenmann und das Brückenweiblein, drängten sich um das Binsenkörbchen und betrachteten den kleinen Jungen. Sie wünschten ihm Glück, Gesundheit und ein langes Leben und alles, was man als kleiner Wassermann brauchen kann. Der Moormann aber griff in die Tasche, zog seine Flöte hervor und begann dem Jungen eins aufzuspielen. Da nahmen die 13 Wassermänner ihre Wassermannfrauen um die Mitte und der Brunnenmann mit dem weißen Bart und das Brückenweiblein von der St. Nepomuksbrücke fassten sich an den Händen und alle drehten sich im Kreise. Doch plötzlich hielten sie in der Bewegung inne und staunten. Sie staunten den kleinen Wassermann an. Der war aus dem Binsenkörbchen herausgekrabbelt und schwamm nun mit Armen und Beinchen rudernd wohlgemut um den Moormann herum. Ist das möglich? Der Hemdenmast schwimmt schon. Du siehst es ja. Er ist eben wirklich ein richtiger kleiner Wassermann. Thank you.
Schwimmen konnte der kleine Wassermann bald wie ein Großer. Er hatte ja zeitig genug damit angefangen. Auch sprechen lernte er rasch. Das alles geht bei den Wassermannkindern viel schneller als bei den Menschen. Es muss wohl am Wasser liegen. Zuerst durfte der kleine Wassermann nur in der Wohnstube herumschwimmen. Später ließen ihn seine Eltern auch auf den Hausflur und in die Küche. Da guckte er seiner Mutter in alle Töpfe. Am liebsten schwamm er an eines der Fenster, schob die Vorhänge zurück und schaute hinaus in das grüne Wasser. Manchmal schossen die Fische dicht an den Scheiben vorbei. Manchmal kam auch ein Teichmolch vorübergerudert. Und manchmal sah er sogar seinen Vater oder die Mutter, wie sie gerade davon schwammen oder zum Wassermannshaus zurückkehrten. Das gab ihm natürlich zu denken. Du, Vater, ich möchte dich etwas fragen. Ja, mein Junge, was geht's denn? Ich finde es langweilig, immer nur hinter verschlossenen Fenstern zu stehen. Warum darf ich eigentlich nicht hinaus? Ja, warum? Weil man im bloßen Hemd eben nicht vor die Tür darf. Das schickt sich nicht. Aber wenn ich doch nichts anderes zum Anziehen habe. Ich weiß schon, wie schnell kleine Wassermänner aus ihren Hemdchen herauswachsen. Deshalb habe ich auch rechtzeitig ein paar Sachen für dich besorgt und dort in die Truhe gelegt. Ja, ich denke, du bist nun groß genug, um sie zu tragen. Wollen wir sie mal anprobieren? Oh ja, bitte, bitte. Ja? Komm. No. Warum geht denn der Deckel nicht auf? Oh, da wird sich bestimmt wieder so ein vorwitziger Krebs dazwischen geklemmt haben. Na, was habe ich gesagt? Hier sitzt das Bürschchen. Komm, verschwinde, sonst landest du noch in Mutters Kochtopf. So, und nun wollen wir mal sehen, ob dir die Sachen auch passen. Hier ist eine Hose aus glänzender Fischhaut. Passt. Ja, dazu ein schilfgrüner Rock. Passt auch. Eine rote Zipfelmütze. Wie angegossen. Und ein paar richtige Wassermannstiefel aus gelbem Leder. Ich habe sie ein bisschen größer gemacht, damit sie nicht drücken. Schuhe müssen gerade so groß sein, dass man noch Platz hat, um mit den Zehen wackeln zu können. Ja, das kann ich. Ja, dann passt ja alles ausgezeichnet. Oh, da kommt die Mutter aus der Küche. Ich bin gespannt, was sie zu deinen neuen Sachen sagen wird. Haben wir Besuch bekommen? Oh, Mutter. Erkennst du denn deinen eigenen kleinen Wassermann nicht? Du wirst dich daran gewöhnen müssen. Jetzt haben wir keinen Hemdenmatz mehr. Ja, wir haben von heute an einen Jungen, mit dem man sich überall zeigen kann. Na, wie gefällt er dir? Ach, es hätte wohl noch eine Weile Zeit gehabt mit den Kleidern. Er ist ja erst ein paar Wochen alt. Aber ich weiß schon, euch Männern können die Kinder nicht schnell genug groß werden. Ja, und ihr Frauen möchtet am liebsten, dass euch die Kinderzeit lebens am Schürzenband hängen. Du weinst doch nicht etwa? Nein. Na. Nein, mir ist nur ein bisschen Sand ins Auge gekommen. Aber du hast schon recht, irgendwann müssen die Kinder ja groß werden. Hm. Und der schilfgrüne Rock steht ihm gut zu Gesicht, unserem Jungen. Na also, warum denn nicht gleich so? Ich wusste ja, dass dir der Junge gefallen wird. Du kommst denn immer um, Kleiner, damit ich die Mutter von allen Seiten bewundern kann. Die Mütze passt fein zu den grünen Haaren. Na ja, du, was sagst du zu den Stiefeln? Ja, ich habe sie eigenhändig zusammengeschustert. Sie sind aus dem besten und teuersten Leder gemacht, das ich auftreiben konnte. Das sieht man den Stiefeln aber auch an. Ja. Sie sind ganz besonders schön. Und weißt du auch, was das Schönste ist, Mutter? Das Schönste ist, dass ich jetzt nicht mehr daheim bleiben muss, dass ich endlich hinaus darf. Ich werde von nun an den ganzen Tag draußen herumschwimmen. Freust du dich gar nicht darüber? Schon. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Ständig kriege ich Sand in die Augen. Was zupfst du mich denn die ganze Zeit an der Jacke, mein Junge? Wollen wir nicht endlich miteinander ausschwimmen, Vater? Ich kann es schon kaum mehr erwarten. Ja, dann komm. Und halt die Augen offen, damit du auch recht viel siehst. Und damit du der Mutter hinterher alles erzählen kannst. Pass gut auf ihn auf, Mann. Und denke daran, dass er heute zum ersten Mal ausschwimmt. Vergiss nicht, wie klein unser Junge noch ist. Ich werde es sicher nicht vergessen. Dann schwammen der große Wassermann und der Kleine zur Haustür hinaus.
Und der kleine Wassermann schwamm an der Seite des Großen ein paar Mal rund um das Wassermannshaus herum. Und weil das Haus ja auf dem Grunde des Mühlenweihers stand, konnten sie auch darüber hinwegschwimmen und von oben in den Schornstein hineingucken. Dann führte der große Wassermann den Kleinen kreuz und quer durch den ganzen Mühlenweiher. Jedem Fisch, den sie trafen, durfte der kleine Wassermann guten Tag sagen. Aber es lebten ja nicht nur Fische im Weiher. Da waren die Molche, die Schnecken, die Muscheln und Würmer, die Käferlarven und Wasserflöhe und allerhand winzige Dingerchen, die man mit bloßem Auge kaum noch erkennen konnte. An manchen Stellen war der Boden dick verschlammt, an anderen Stellen lag schimmernder Kies. Am besten gefielen dem kleinen Wassermann freilich die Wälder von Nixenkraut und von Teichfäden, Wasserfeder und Tausendblatt, die in der Tiefe des Weihers wucherten. Er wollte gerade kopfüber in das Dickicht der Stängel und Blättchen tauchen, aber im letzten Augenblick packte der Vater ihn an den gelben Stiefeln und hielt ihn zurück. Halt, mein Junge! Wag dich da nicht hinein, du bleibst hängen. Da unten gibt's Schlingpflanzen. Ich mache es wie die Fische, die einfach durchschlüpfen. Sieh nur, sie bleiben hier auch nicht hängen. Ja, aber du bist doch kein Fisch. Aber schwimmen kann ich genauso. Ja, wirst du wohl hier bleiben? Fang mich doch! Na sowas? Jetzt ist mir der Bengel entwischt. Ach, es ist leichter, einen Sack Wasserflöhe zu hüten, als einen kleinen Jungen. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Von irgendwoher aus dem Schlingpflanzenwald hörte man den kleinen Wassermann piepsen. Da machte sich der Vater wohl oder übel auf, den Jungen zu suchen. Und dann spielten die beiden so lange miteinander im Dickicht verstecken, bis der Junge krebsrot im Gesicht war und kaum noch japsen konnte. Er musste sich erst einmal hinsetzen, so erschöpft war er. Der Wassermannvater betrachtete ihn besorgt, wie er so dasaß und keuchte. Ich glaube, du hast dich übernommen, mein Junge. Das kommt davon, wenn man nicht rechtzeitig Schluss macht mit dem Herumgetobe. Wie soll ich dich jetzt nach Hause bringen? Du kannst dich ja nicht einmal mehr auf den Beinen halten, viel weniger schwimmen. Ich muss mich nur eine Weile verschnaufen. Dann geht es schon wieder. Ja. Du, horch mal. Was blubbert denn da so merkwürdig? Oh, das kann nur der Karpfen Cyprinus sein. Der Karpfen Cyprinus? Ja, er ist schon ein alter Herr mit Moos auf dem Rücken. Beim Schwimmen liebt er es, laut vor sich hin zu blubbern. Und jedes Mal, wenn er blubbert, steigt eine Luftblase aus seinem runden Karpfenmaul auf. Du wirst es gleich selber sehen. Blub, 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 blub. Na, was ist denn mit euch los? Mir scheint, da kann jemand nicht weiter. Ganz recht, Cyprinus. Mein kleiner Junge ist zu müde zum Heimschwimmen. Wenn ich bloß wüsste, wie ich ihn wieder nach Hause bringe. Oh, blub, blub. Da bin ich wohl gerade zur rechten Zeit gekommen. Ich werde den kleinen Wassermann auf den Rücken nehmen und heimtragen. Abgemacht? Blub, blub. Ist das dein Ernst? Das wäre ja wunderbar. Na, hör mal, Blub, du kennst mich doch. Wenn ich sage, ich werde den Jungen nach Hause tragen, dann tue ich's. Da wirst du doch bestimmt nichts dagegen haben. Aber ganz im Gegenteil. Du tust mir damit einen Riesengefallen. So gut. Blub, blub. Man hilft, wo man kann. Das ist gar nicht der Rede wert. Setz den Jungen jetzt auf meinen Rücken und sieh zu, dass er sich gut festhält. Blub, blub. Alles in Ordnung? Ja. Es kann losgehen. Na, dann wollen wir mal. Blub, blub. Gefällt es dir, kleiner Wassermann? Sehr. Versprichst du mir, dass du mich wieder mal mitnimmst? Ja, das verspreche ich dir. Bei meiner Schwanzflosse. Blub, blub, blub. So ein Mühlenweiher ist ja nicht besonders groß. Aber als kleiner Wassermann kann man trotzdem eine ganze Menge darin erleben. Vor allem, wenn man so neugierig ist und die Nase in alle Winkel hineinstecken muss, unter jeden Stein, in jedes Schlammloch und überall sonst hin. Die Wassermannmutter sah es nicht gern, wenn der Vater den kleinen Jungen ohne Aufsicht im Weiher herumstrolchen ließ. Aber der Wassermannvater hatte wirklich noch andere Dinge zu tun, als in einem fort den Jungen spazieren zu führen.
Jeden Tag nahm sich der kleine Wassermann einen anderen Winkel des Weihers vor und durchstöberte ihn, bis er eines Nachmittags auch an die Höhle kam, in der er das Tier mit den vielen Augen entdeckte. Er hielt es zuerst für einen riesigen bleichen Wurm, bis er die Flossen auf seinem Rücken sah. Daran erkannte er, dass es ein Fisch war. Der kleine Wassermann starrte erstaunt auf die lange Reihe kreisrunder Augen, die der Fisch auf beiden Seiten des Körpers trug. Was starrst du mich denn so an, hä? Gehören diese Augen alle dir? Was für eine dumme Frage. Natürlich gehören sie mir. Du kennst mich wohl nicht. Nein, ich bin heute zum ersten Mal hier in dieser Gegend. Ah, darum. Ich bin das Neunauge. Wie gefalle ich dir? Ich weiß nicht recht. Du beneidest mich. Gib es nur ruhig zu. Dich beneiden? Warum denn? Nun, ja, um die vielen Augen, selbstverständlich. Du hast ja nur zwei, wie ich sehe. Lächerlich wenig. Ich bin mit den beiden sehr zufrieden. Sie genügen mir völlig. Wir wollen es hoffen. Aber was ist denn? Du willst doch nicht etwa schon wieder davon schwimmen. Bleib doch hier. Nein, ich muss heim. Ich hab's eilig. Ich würde dir gerne ein paar Augen abtreten, Kleiner. Bis auf zwei sind sie ohnehin blind. Was nützen mir blinde Augen? Ich möchte sie herschenken, hörst du? Herschenken möchte ich sie. Der kleine Wassermann gab keine Antwort. Er hielt sich beim Schwimmen die Ohren zu. Nichts wie nach Hause und nichts wie den hässlichen Fisch mit den vielen Augen vergessen. In dieser Nacht träumte er, dass das Neunauge zu ihm in die Schlafstube kam. Es schlängelte sich am Bettpfosten entlang bis aufs Kopfkissen und stupste ihn dann mit dem Maul an. Was willst du von mir? Du hast etwas vergessen, mein Junge. Vergessen? Was denn? Ich hatte dir doch ein paar Augen versprochen. Die Blinden, weißt du, die ich nicht brauchen kann. Ich will sie nicht. Du wirst doch mein Geschenk nicht zurückweisen. Schön stillhalten, jetzt. Ich will dir die Augen einsetzen. Eins auf die Stirn. Eins auf jede Wange. Eins auf das Kinn. Und das nächste kommt auf die Nasenspitze. Mein Freundchen, so lass dich ansehen, fein schaust du aus, beinahe schon wie ein richtiges Neunauge. Nein, nimm die Augen aus meinem Gesicht, nimm sie weg da, ich mag sie nicht. Aber Junge, was hast du denn? Warum schreist du denn so? Die Augen, Vater, ich hab das ganze Gesicht voller Augen. So viel ich sehen kann, sind es nur zwei. Hast du auch wirklich genau hingeguckt? Mhm. Sitzt da nicht eins auf meiner Nasenspitze? Ein Auge auf deiner Nasenspitze? Du hast sicher bloß geträumt, mein Junge. War es denn so schlimm? Oh, es war schrecklich. Oh. Ganz schrecklich. Ich sollte ein Neunauge werden. Ein Neunauge? Wie kommst du denn darauf? Ich habe ihn heute im Weiher entdeckt. Den Fisch mit den vielen Augen. Ich habe mich entsetzlich vor ihm geekelt, weißt du? Ja. Vielleicht habe ich deshalb von ihm geträumt. Also, lass gut sein, mein Junge, und komm für den Rest der Nacht mit zu mir ins Bett. Da schläfst du ganz sicher. Aber du, der Mutter erzählen wir lieber nichts von dem Fisch mit den vielen Augen und deinem Traum. Hm? Sonst sagt sie mir wieder, du seist eben doch noch zu klein, um allein durch den Weiher zu sträuchen. Die Tage kamen, die Tage gingen. Jeden Tag schien die Sonne ein Weilchen länger über dem Mühlenweiher und jeden Tag wurde der kleine Wassermann ein bisschen älter. Schließlich fand der Wassermannvater, dass es an der Zeit sei, dem Jungen auch einmal die Welt außerhalb des Mühlenweihers zu zeigen. Und eines Morgens schwamm er mit ihm ans Ufer.
Der kleine Wassermann tauchte auf und steckte zum ersten Mal in seinem Leben den Kopf aus dem Wasser. Gleich aber zog er ihn wieder zurück. Was hast du denn? Warum tauchst du gleich wieder unter? Es blendet mich. Ist es dort oben immer so hell? Ja, wenn die Sonne scheint, ist es dort oben immer so hell. Aber du wirst dich daran gewöhnen. Du musst nur die Augen zukneifen, wenn du auftauchst. Dann geht es. Oder noch besser, halt die Hände vor. So. Der Wassermannvater zeigte dem kleinen Wassermann, wie er die Hände vor das Gesicht halten sollte. Sie tauchten zum zweiten Mal auf. Vorsichtig blinzelte der kleine Wassermann durch die Schwimmhäute zwischen den Fingern hindurch. Er kannte ja nur das warme, goldgrüne Dämmerdunkel des Mühlenweihers. Das volle Sonnenlicht schmerzte ihn. Aber langsam, ganz langsam gewöhnten sich seine Augen daran. Und er schaute sich neugierig um. Sieh mal, die lustigen Fischlein dort. Nein, das sind keine Fische, das sind Libellen. Aber sie schwimmen doch. Nein, sie fliegen. Das ist etwas anderes. Manches ist anders hier oben. Vor allem das Wasser ist anders. Merkst du nicht auch, dass es anders ist? Heller und wärmer und dünner. Aber das ist doch kein Wasser. Was dann? Das ist Luft. Luft? Was ist das? Etwas, worin man nicht schwimmen kann. Der Wassermannvater bahnte dem kleinen Wassermann einen Weg durch das Schilf, das am Ufer stand. Und der kleine Wassermann machte große Augen. Nun sah er zum ersten Mal eine Wiese. Zum ersten Mal Blumen, zum ersten Mal einen Baum. Und er spürte zum ersten Mal, wie es ist, wenn der Wind weht und einem das Haar zerzaust. Dann plötzlich streckte der kleine Wassermann seine Hand aus. Sieh mal, da geht ein Wassermann. Oh, und was für ein großer. Wo? Dort drüben. Siehst du sie? Was? Es sind mehrere. Es muss eine ganze Familie sein. Sie kommen in einer Reihe den Hügel herunter. Ich werde sie rufen. Ja, nein, lass das. Das sind keine Wassermänner. Was dann? Das sind Menschen. Sie brauchen uns nicht zu entdecken. Wir wollen ins Schilf kriechen. Aber sie haben ja gar keine grünen Haare. Nein, Schwimmhäute haben sie auch nicht. Manche von ihnen können zwar schwimmen, aber sehr langsam. Und wenn sie ins Wasser springen, müssen sie gleich wieder auftauchen. Sonderbar. Und warum? Ja, weil es eben bloß Menschen sind. Menschen können im Wasser nicht leben. Dann tun sie mir aber leid, die Menschen. Wie gut es ist, Vater, dass ich ein Wassermann bin. Von nun an durfte der kleine Wassermann immer mit, wenn der Vater an Land ging. Und als er sich oben ein wenig auskannte, ließ ihn der Wassermannvater auch manchmal allein hinauf. Am Ufer des Mühlenweihers stand eine alte Weide. Sie neigte sich über den Teich. Ihre untersten Zweige berührten beinahe das Wasser. Der kleine Wassermann kletterte oft auf die alte Weide. Er setzte sich rittlings auf einen Zweig, ließ die Beine herunterbaumeln und freute sich, wenn der Wind kam und ihn schaukelte. Nie wurde ihm die Zeit lang, wenn er hier oben saß und Ausschau hielt. Er sah den Müller und seine Knechte, wie sie die schweren Getreidesäcke zum Mahlhaus schleppten. Er sah die Müllersfrau auf dem Hof ihre Hühner und Tauben füttern. Er sah jeden Morgen, wie drüben auf der Landstraße die Schulkinder in das nahe Dorf gingen. Und bald nach dem Mittagsläuten kamen sie wieder zurück. Einmal blieb er den ganzen Tag in seinem Versteck auf der Weide sitzen. Erst als die Sonne schon tief über dem Mühlenweiher stand und es allmählich kühler wurde, ließ er sich ins Wasser plumpsen, um nach Hause zu schwimmen. Da merkte er auf einmal, dass er sehr matt war. Die Wassermannmutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie ihn durch den Flur tappen sah. Wo hast du so lange gesteckt? Und wie du aussiehst, du hast ja ganz trockene Füße. Gleich ziehst du die Stiefel aus. Es geht nicht, Mutter. Wenn ich mich bücke, wird mir ganz schwindelig im Kopf. Mir ist ja so elend, so elend. Weißt du denn nicht, dass man krank wird, wenn man sich trockene Füße holt? Warum bist du nicht rechtzeitig heimgekommen? Setz dich hin, damit ich dir die Stiefel ausziehen kann. So. Und jetzt marsch ins Bett mit dir, aber schnell. Und deck dich schön zu. Ich mach dir inzwischen nasse Wickel für die Füße.
Guten Abend. Nanu, warum liegt denn der Junge schon im Bett? Er ist mit ganz trockenen Füßen nach Hause gekommen. Du hättest ihm sagen müssen, dass man als Wassermann nicht einen ganzen Tag an der Luft bleiben darf. Woher soll der Junge das wissen? Wenn er jetzt krank wird, bist du daran schuld. Nun warten wir erst mal ab, ob er wirklich so krank wird, wie du befürchtest. Ein Wassermann-Junge, der niemals mit trockenen Füßen nach Hause kommt, ist doch kein Wassermann-Junge. Ein paar Tage lang musste der kleine Wassermann zur Strafe zu Hause bleiben. Da half ihm kein Bitten und Betteln. Endlich, nach fast einer Woche, stellte ihm der Wassermannvater seine kleinen gelben Stiefel vors Bett. Ich habe bei Mutter ein gutes Wort für dich eingelegt, Junge. Heute regnet es oben und da will ich dich wieder hinauslassen. Aber versprich mir, dass du bei Zeiten zurückkommst. Oh ja, das verspreche ich dir. Ich will mir auch ganz gewiss keine trockenen Füße mehr holen. Ja, das dürfte dir diesmal auch schwer fallen. Heute sorgt schon der Regen dafür, dass du nass bleibst. Der Regen? Wer ist das? Der Regen, mein Junge? Der Regen ist unser bester Freund. Wenn der Regen nicht wäre, dann gäbe es bald keinen einzigen Wassermann mehr auf der Welt. Und warum nicht? Der kleine Wassermann hätte das gern noch erfahren. Aber da hörte er die Mutter kommen und sagte sich, jetzt aber nichts wie hinaus. Schwupp war er draußen und schoss um die Ecke des Wassermannshauses davon. Er schwamm nach oben und als er aus dem Weiher auftauchte, wunderte er sich, dass die Sonne nirgends zu sehen war. Der Himmel war wie mit grauen Tüchern verhangen und ringsum fielen von irgendwoher aus der Höhe Unmengen winziger Steinchen ins Wasser. Er hielt seine Hände empor und wollte ein paar von den Steinchen auffangen. Aber da merkte er, dass es Tropfen waren. Dann fiel ihm auf einmal wieder der Regen ein, von dem ihm der Vater erzählt hatte, und er beschloss, ihn zu suchen. Wahrscheinlich wird er am Ufer sein und dort irgendwo sitzen, sagte er sich. Und so stieg er ans Ufer und suchte den Regen. Er suchte ihn unter den triefenden Büschen, er sah hinter jeden Baumstamm, er bog das Schilf auseinander. Aber er fand ihn nicht. Da beschloss er, den Regen zu rufen. Hey, hallo! Regen, wo bist du? Wo steckst du denn? Hallo, Regen! Da plätschert doch was im Weiher. Das ist er. Das muss er sein, der da auftaucht. Ach, du bist es, Vater. Ja, wen hast du denn sonst erwartet? Den Regen. Ich habe ihn gesucht und nach ihm gerufen. Aber der Regen gibt keine Antwort. Ich glaube fast, er ist fortgegangen. Wen suchst du? Den Regen? Oh, Junge, du stehst doch die ganze Zeit mitten darin. Das kommt davon, wenn man dem Vater nicht zuhören kann, bis er etwas zu Ende erzählt hat. Der kleine Wassermann sammelte alles, was die Menschen achtlos in den Mühlenweiher warfen. Blechbüchsen, Glühbirnen, durchgelaufene Holzpantoffeln und andere wertvolle Dinge mehr. Er versteckte sie unter den Steinen hinter dem Wassermannshaus. Mit der Zeit kamen in seiner Schatzkammer allerhand Reichtümer zusammen und eines Tages zeigte er sie voller Stolz seinem Freund, dem Karpfen Zyprinus. Der besah sich die einzelnen Stücke von hinten und vorn. Dann verzog er spöttisch das Maul. Na, alles, was recht ist, mein Lieber. Aber was tust du zum Beispiel mit einem Henkeltopf ohne Boden? Und was mit dem alten verrosteten Schürhaken da? Einen löchrigen linken Schuh hast du auch, wie ich sehe. Und Bierflaschen scheinst du ja gleich ein paar Dutzend auf Lager zu haben. Bierflaschen finde ich ziemlich oft. Die meisten sind leider gesprungen. Aber das macht nichts. Ich hebe sie trotzdem auf. Und wozu? Wenn man fragen darf. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Siehst du, da haben wir's. Nicht einmal du weißt, wozu du den ganzen Plunder eigentlich aufklaubst. Das ist alles unnützes Zeug. Du solltest es wegwerfen. Wegwerfen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das musst du schon mir überlassen. Nun gut, das ist deine Sache. Wenn es dir Spaß macht, Gerümpel zu sammeln, bitte. Ich jedenfalls würde das nicht tun. Aber ich bin ja auch schließlich ein alter Knabe und nicht erst seit gestern im Wasser. Du kannst reden, so viel du willst. Aber dass du mir meine schönen Sachen verleidest, das bringst du deinen Lebtag nicht fertig. Verlass dich drauf!
Zornig blickte der kleine Wassermann dem Karpfen nach. Und im Stillen hoffte er auf eine Gelegenheit, bei der er Cyprinus davon überzeugen konnte, dass sich mit seinen Reichtümern doch etwas anfangen ließ. Er brauchte nicht lange darauf zu warten. 3 Tage später begegnete ihm der Alte wieder. Er machte ein bitterböses Gesicht und blubberte immerzu vor sich hin. Blub, blub, blub. Hey, Cyprinus, was ist denn mit dir los? Na, lass nur. Blub, ich ärgere mich. Das sieht man. Aber worüber denn? Über den Kerl mit der Angel. Es ist eine Schande, dass man den Burschen nicht auffressen kann. Sitzt da am Ufer und wartet darauf, dass man anbeißt. Blub, ich frage dich, ob das kein Grund ist, sich krank zu ärgern, wenn ich ihn doch nur auffressen könnte. Auffressen kannst du ihn nicht. Und ich auch nicht. Aber ich könnte vielleicht etwas anderes. Und? Das wäre? Zeig du mir erstmal die Stelle, wo er die Angelschnur mit dem Haken ins Wasser hält. Er sitzt drüben, unweit der alten Weide. Aber erspare mir, dass ich dich hinführe. Wenn ich den grässlichen Haken bloß sehe, wird mir schon übel. Kannst du mir das nicht nachfühlen? Trotzdem solltest du näher ans Ufer schwimmen und Acht geben, was mit dem Angler geschehen wird. Und das wäre? Das verrate ich nicht. Es ist ein Geheimnis. Cyprinus schwamm näher ans Ufer heran und wartete. Misstrauisch schielte er auf den Menschenmann, der gerade einen fetten Regenwurm aus seiner Blechschachtel nahm, ihn auf den Haken spießte und dann die Angel auswarf. Neben dem Menschenmann stand ein Eimer. Ab und zu schwappte Wasser heraus. Er hat wohl schon ein paar von uns gefangen, dachte Cyprinus mit Schaudern. Hoffentlich beißt ihm nicht noch einer an. Aber kaum hatte Cyprinus das gedacht, da sah er auch schon, wie der Menschenmann plötzlich seine Angelrute mit einem Ruck aus dem Wasser riss. Oh jemine, das geht einem ja durch Mark und Gräten. Da hat er schon wieder einen von uns am Wickel, dieser entsetzliche Kerl. Und ich muss mir das auch noch ansehen. Blub. Aber hoppla, das ist ja gar kein Fisch, den er da heraufgeangelt hat. Das ist ja, wahrhaftig, das ist ja ein löcheriger linker Schuh. Verdammtes Dreckszeug, was man hier aus dem Weiher angelt. Ich bin gespannt, was er das nächste Mal herausfischen wird. Blub, 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 blub. Cyprinus wusste natürlich sofort, wie der Schuh an den Haken gekommen war. Aber der Menschenmann wusste das nicht. Noch 8 Mal warf er die Angel aus und jedes Mal kam ihm die Sache verhexter vor, denn nun zog er der Reihe nach einen Schürhaken, eine leere Bierflasche, einen durchgelaufenen Holzpantoffel, ein rostiges Sieb, eine Mausefalle, ein Reibeisen und einen verbeulten Lampenschirm aus dem Weiher. Das letzte Mal hing ein Henkeltopf ohne Boden an seiner Angel und in dem Henkeltopf steckte der kleine Wassermann. Er schlug wie ein Wilder mit Armen und Beinen um sich und brüllte »Habu, Habu«. Das hörte sich schauerlich an. Der Menschenmann ließ vor Entsetzen die Angel fallen und rannte, was hast du, was kannst du davon. Unterwegs verlor er die Blechbüchse mit den Würmern. Er achtete nicht darauf und er sah auch nicht, wie der kleine Wassermann fröhlich aus seinem Henkeltopf wieder herausschlüpfte. So, ich schätze, den sehen wir so bald nicht wieder. Was meinst du, Cyprinus? Ich meine, das hast du ihm herrlich gegeben. Das hätte ein großer Wassermann auch nicht besser gekonnt. Aber ohne den unnützen Plunder da wäre das gar nicht so einfach gewesen. Ich sehe ja ein, dass du recht hattest. Sammle nur fleißig weiter Gerümpel. Ich werde mich hüten, noch einmal darüber zu spotten. Na, wenn du es nur einsiehst, dann ist ja alles in Ordnung. Da kann ich beruhigt ans Ufer schwimmen. Ans Ufer? Was willst du denn dort? Erstens die Angelrute zerbrechen, zweitens die armen Fische, die da so kläglich im Eimer zappeln, in den Weiher zurückschaffen und drittens... Und drittens? Drittens will ich die Blechschachtel holen, die der Angelfritze verloren hat, und die restlichen Regenwürmer einem gewissen Cyprinus zum Gabelfrühstück verehren. Oh, aber nein. Aber ja. Und ich hoffe, sie werden dir recht gut schmecken. Blub, 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 blub. Natürlich schmeckten die Regenwürmer dem Karpfen Cyprinus ausgezeichnet. Und aus lauter Freude über den Schabernack, den der kleine Wassermann dem Angler gespielt hatte, schwamm er auf der Stelle los und erzählte die ganze Geschichte dem Wassermannvater. Ja, ja, der Junge macht sich. Aber hast du auch nichts hinzugeflunkert, Cyprinus? So wahr ich hier schwimme, ich habe mir das gesagt, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Und wenn ich auch nur ein einziges bisschen geflunkert habe, dann will ich auf der Stelle vertrocknen. Wenn es so ist, dann muss es wohl stimmen.
Und da gehört es sich eigentlich, dass ich dem Jungen zum Lohn dafür eine Freude mache. Du, was hältst du davon, wenn ich ihm... Komm, wenn ich ihm mal da... Wenn er da kommt, dann lässt er auf. Blub, ja. Blub, was? Blub, oh, blub, blub. Das ist wirklich ein guter Gedanke von dir. Ja. Damit machst du dem Jungen bestimmt eine große Freude. Wann sagst du es ihm? Du, gleich nach dem Abendessen. Ich möchte ihn gern damit überraschen. Wie gut, dass der kleine Wassermann nichts davon wusste. Sonst hätte er sicher vor Aufregung nicht einen Bissen hinuntergebracht. Er löffelte brav seine Suppe hinein, genau wie an jedem anderen Abend. Und als er zu Ende gegessen hatte, stand er auf, um den Eltern gute Nacht zu sagen. Gute Nacht. Ja. Ich sehe, du willst schon zu Bett. Eigentlich passt mir das gar nicht. Ich habe mir nämlich gedacht, du könntest mich noch ein wenig begleiten. Begleiten? Ja, es ist so ein schöner Abend heute. Ich will noch ein Stündchen hinauf oder zwei und ich nehme die Harfe mit. Wirklich? Hast du wirklich gesagt, dass ich mitkommen darf? Oh, das ist ja... Ja, das ist für dein Abenteuer von heute Nachmittag. Cyprinus hat mir davon erzählt und ich finde... Du hast es dir redlich verdient, dass du mitkommen darfst. Der Wassermannvater nahm seine Harfe vom Haken und winkte dem kleinen Wassermann, ihm zu folgen. Über der Mühlenweiher war es schon dunkel geworden. Am Himmel erglänzten die ersten Sterne. Der Wassermann schritt auf die alte Weide zu. Er setzte sich unter den Baum ins Gras. Der Junge setzte sich schweigend daneben und wartete. Eine Weile danach hob der Wassermannvater die Harfe. Er lehnte sich gegen die Weide zurück und begann zu spielen. Er spielte so schön, dass der Junge die Augen schloss. Als er dann wieder aufschaute, sah er, wie rings aus den feuchten Wiesen die Nebelfrauen emporstiegen. Weiß und mit wehenden Schleiern tanzten sie mit dem Wind zu den Klängen der Wassermannsharfe. Der kleine Wassermann war wie verzaubert von ihrem Anblick. Und erst als der Vater ihn darauf aufmerksam machte, merkte auch er, dass allmählich ein blasser Lichtschein am Himmel heraufkam. Der schimmernde Streifen am Himmelsrand wurde heller und heller. Dann tauchte mit einem Mal eine strahlende, kreisrunde Scheibe über die Hügel herauf, goldgelb und gleißend wie eine wunderbar groß geratene Dotterblume. Die Sonne! Aber Junge, das ist doch der Mond, der da aufgeht. Der Mond? Ja. In klaren Nächten sieht man ihn über den Himmel ziehen. Manchmal ist er ganz rund und voll, so wie heute. Und dann haben wir Vollmond. Bald aber wird er anfangen abzunehmen, bis er ganz dünn und schmal ist wie eine Sichel. Und schließlich verschwindet er dann. Für immer? Nein, nur für wenige Nächte. Und dann kommt er aufs Neue zum Vorschein und rundet sich abermals. Jetzt treibt er genau auf die alte Weide zu. Er wird doch in ihren Zweigen nicht hängen bleiben. Du kannst ja hinaufsteigen, Junge, und ihm darüber hinweghelfen. Ja, das tue ich. Ich bin schon gleich oben. Aber ich kriege ihn nicht zu fassen. Na, wieso denn nicht? Weil er viel zu hoch oben ist. Viel zu hoch für mich. Aber sag doch mal, haben wir unten im Weiher denn auch einen Mond, Vater? Nicht, dass ich wüsste. Wie käme ein Mond in den Weiher? Aber ich sehe ihn doch. Ich sehe sie alle beide. Den einen am Himmel, den anderen unten im Wasser. Ha, wie schön, dass wir auch einen Mond haben. Wenn er uns nur nicht davon schwimmt. Aber ich werde ihn einfangen. Denk dir nur, wie die Mutter sich wundern wird, wenn ich ihr plötzlich den Mond auf den Küchentisch lege. Und wie willst du das anstellen, Junge? Oh, ganz einfach. Ich springe hinunter... Und halt ihn fest! Der kleine Wassermann hatte im Fallen die Hände ausgestreckt, um den Mond, der da funkelnd im Wasser trieb, nicht zu verfehlen. Aber was war das? Als er mit seinen Fingerspitzen den Wasserspiegel berührte, löste der Mond sich in Ringe von silbernen Wellen auf. Und er selber schwamm mitten im flüssigen Silber. Und silberne Tropfen sprühten aus seinen Haaren, als er sich schüttelte. Das freute den Wassermannvater so, dass er wieder nach seiner Harfe griff und nicht aufhörte, weiterzuspielen, solange der kleine Wassermann drunten im mondbeschienenen Weiher sein Silberbad nahm.
Der Sommer ging langsam zur Neige. Die Tage vergingen. Das Jahr wurde älter und älter. Die Bäume hatten ihr Laub verloren. Es regnete oft. Eines Morgens schien oben nach langer Zeit wieder die Sonne. Das merkte der kleine Wassermann, als er zum Fenster hinaussah. Das Wasser war hell und klar wie seit Tagen nicht mehr. Gleich nach dem Frühstück brach er auf, um ans Ufer zu schwimmen. Er dachte sich nichts Besonderes, als er emportauchte, aber da stieß er auf einmal mit seiner Nase an etwas sehr Hartes und Kaltes. Es war ihm nicht möglich, den Kopf aus dem Wasser zu stecken. Der ganze Weiher war wie mit Glas überzogen. Nachdenklich schwamm er nach Hause zurück und erzählte dem Vater von seiner Entdeckung. Tja, mein Junge, dann wären wir also wieder einmal so weit. Was du für Glas gehalten hast, das ist Eis. Der Weiher ist zugefroren, es wintert sich langsam ein. Nun heißt es ins Bett gehen und die Decke über die Ohren ziehen und schlafen. Aber wir sind doch gerade erst aufgestanden. Das ändert nichts. Die Zeit ist nun einmal gekommen, da muss sich ein Wassermann fügen. Im Winter verpasst man ja sowieso nichts. Und wenn es dann Frühling wird, weckt uns die Sonne schon rechtzeitig wieder auf. Weißt du das sicher? Ja, das weiß ich so sicher, wie du mein Junge bist. Komm, und nun leg dich nieder. Die Mutter hat schon die Betten gerichtet. Bis zum Frühjahr also. Ja, bis zum Frühjahr. Der kleine Wassermann kuschelte sich unter die Decke und dachte an alles, was er bis heute erlebt hatte. Wie er zum ersten Mal mit dem Vater quer durch den Weiher geschwommen war. Wie sie im Schlingpflanzendickicht Verstecken gespielt hatten. Wie er danach auf dem Rücken des Karpfen Cyprinus nach Hause geritten war. Die silberne Mondnacht am Ufer. Sehr schön war das alles gewesen. So schön, dass ich gut und gern einen Winter lang davon träumen ließ. Gute Nacht, kleiner Wassermann, hörte er jemanden sagen. Die Stimme schien weit aus der Ferne zu kommen. Wer war das nur, der da gesprochen hatte? Es war eine gute Stimme, er kannte sie. Gute Nacht, kleiner Wassermann, sagte die Stimme noch einmal. Da wusste er, dass es die Stimme der Mutter gewesen war. Und er freute sich, dass er die Mutter noch einmal gehört hatte, ehe er vollends hinüberschlief in den traumhellen Wassermannswinter.